Yes, ja, who's it, Jung? Willkommen zu EasTV, zu noch einer Edition von Brionai Volume 5. Ogis, wie ihr seht, wir spielen nicht. Das Brionai ist alles biggie upgraded. Wir senden jetzt auf HD, straight aus NAM. Und heute haben wir eine Brionai Session, wo sogar maybe biggie Nai kommen kann. In a good way. Weil wir haben eine Chick, die uns heute zeigt, wie man einen Poiki-Kost macht. Ihr seht, da brennt schon so biggie Feuer. Wir haben einen leckeren Poiki-Kost und so ein Stahltopf auf jeden Fall. Und ja, Feuer brennt, wir sind ready. Und ich will euch jetzt auch mal Samantha vorstellen. Samantha kennt, wie man so einen richtigen Poiki nah macht. Also nah heißt sehr gut, okay? So, followt mich, hier gehen wir. So, wir gehen jetzt mal in die Küche, weil Samantha bereitet gerade das ganze Zeug vor, was wir gleich in den Pot reinmachen müssen, um einen richtigen Poiki-Kost zu machen, okay? Samantha, how are you? Good and you? Nice, nice, nice. What are the ingredients we have to put into a poiki? Your main ingredients are going to be obviously your meat, okay. Any choice, your potatoes, carrots and onions. Done. That's it. That's it. Basically, braucht man nur leckeres Fleisch, Kartoffeln, bisschen Zwiebeln, schön klein geschnitten, Karotten. What is this? Butternut. Butternut. Okay, Butternut werdet ihr bei euch sicher nicht kennen, da in der restlichen Welt. Aber google das nicht, dann werdet ihr wissen, was es ist. Und obviously Pilze. Yeah, it looks quite good. And this, what is, this is rice. Rice, yes. Just to make it a little bit more. Mm-hmm. You've got lots of guests over. It goes a long way. Okay, cool. Okay, wir sind ready. Don't worry, ich übersetze euch immer. Und am Ende von dieser Show kann Samantha sogar auch Deutsch reden. Wir machen jetzt alles hier. Nimm diesen ganzen Shandy und nimm den darüber. Und dann fängt die Session an. Bis gleich, August. Ciao. So. Jetzt fängt der ganze Shandy an, August, wir sind ready. Das Ding ist, das wird mein heiß hier hinten an meine Füße. Ich verbrenne mich die ganze Zeit, so wir müssen jetzt ein bisschen schneller machen. Wenn ihr euch fragt, warum der Donner zieht Ease in der Hitze, wie hier draußen bei 35 Grad, so eine Wollmütze auf. Well, wenn das heiß ist, ziehe ich extra eine Wollmütze auf, damit ich noch mehr schwitze. Nicht, weil ich diese Wärme so like. Okay, Samantha, enough of my cock talking. What is the first thing we have to put into the pot? Also, was ist das Erste, was wir reinmachen müssen? Okay, oil is always a good start. We want to fry the onions and get them nice and brown. Good for flavor. So I think we'll start with that first. Dach an uns. Yes, do it. Ah, right, cool. Perfect. That's the sound you want. Ja, das ist den Sound, den ich like, Ogis. Wenn das so brutzelt wie jetzt, da kriege ich Sommer so, dann läuft das ganze Wasser im Mund und ich bin like, ah, lecker. Okay, Samantha, wie lange muss das hier kochen? 2-3 Minuten, so till they're nice and brown, ja. Yeah? Okay, also nur so 2 bis 3 Minuten, damit das schön braun ist. Okay. Yeah. Aua, ist heiß. Okay. Ah. So, ihr müsst auch irgendwie so einen Umrührstock haben. Wenn wir im Busch sind in NAM, nehmen wir meistens immer auch nicht so mal irgendeinen von einem Busch, einen Taki oder so einen Stock von einem Baum und rühren damit um. Aber wir sind ein bisschen zivilisierter heute und haben einen richtigen Löffel. Aber hier ist das heiß. Okay, da als nächstes muss man das Chicken reinmachen. Meistens haben die Fuhrtrecker da Wildfleisch reingemacht, aber wir machen heute Chicken rein. Das muss aber jetzt am Anfang direkt nach den Zwiebeln reingemacht werden, damit das auch ein bisschen anbratet und schön braun wird. Weil nachher ist da so viel Flüssigkeit drin, dann gart das basically nur noch. So, deswegen lassen wir es jetzt kochen. Das sieht jetzt schon lecker aus. Guck, wir brauchen eigentlich gar nicht den Rest zu euch reinmachen. Das sieht jetzt schon so. Samantha, I can eat it like this already. We don't need the rest. Hier, das ist alles Gemüse und so ein Zeug. Ich bin ein Freund von Fleisch. So, das kann für mich auch nicht Fleisch jetzt sein. Okay, but obviously not, we're not gonna do that. I think we can put the rest in now. Okay. Yeah? Okay. Super. Den Rest können wir jetzt langsam reinpacken. Must we put it in one by one or can we just put everything in? The secret of the poiki is you have to layer the ingredients. You also don't stir it when it's being cooked. So you leave it to simmer and cook. You put the lid on and you just let it go. So yes, it'll cook through the layers like that.
Also beim Poiki ist es ganz wichtig, dass man nicht alles reinschmeißt und dann umrührt, sondern dass man das Lage für Lage reinpackt und dann quasi den Deckel drauf macht und das einfach kochen lässt. How long does it have to cook, roundabout? The chicken pot goes for about 2 hours, then you're good. Wenn man ein Poiki macht mit Chicken, dann dauert das ungefähr 2 Stunden, das Ganze. Wenn man natürlich ein anderes Wildfleisch nimmt oder sowas, wäre besser, wenn man das 3 bis 4 Stunden kochen lässt, damit das Fleisch schön zart wird. Okay, what is the first layer? Alright, we can start with the potatoes, because they take a bit longer to cook. Also die erste Layer, die drauf kommt, sind die Kartoffeln. Weil die dauern halt am längsten, um zu kochen, um zu garen. Ah, let me help you. There we go. Okay, thank you. Nice. Alright. Okay, wenn ihr wüsstet, wie lecker das jetzt schon riecht. Wir haben jetzt basically die Onions, bisschen Chicken und Kartoffeln drin, so. Okay, Samantha, don't let me stop you. I'm always someone who speaks a lot of crap, so just... Okay, jetzt machen wir die Karotten rein. Carrots and the butternut. Okay. Wow, es ist heiß hier. Yes! Now you take your chicken... Wait, Samantha, what is this now? Hold on, what is this? This is the chicken stock. Okay. Chicken stock or soup, sachet soup. Mm-hmm. Just to make a liquid for some flavor and to get a sauce going through. Okay, it looks kind of white here. Is it still fresh? I think that's all the spices and the sediment. Okay. Also was wir jetzt hier reinschmeißen ist, wir haben eine Hühnchenbrühe genommen mit ein paar mehreren Spices und eine Secret Spice, den kann ich euch nicht sagen. Aber wenn ihr Hühnchenbrühe nimmt, das mit bisschen Wasser, mit bisschen Salz, bisschen Pfeffer und dann das Ganze reinschmeißen. So, Samantha, wir haben jetzt basically alles reingeschmissen. Hier ist noch eine Bowl, die mit den Pilzen. Warum warten wir jetzt so lange, bevor wir die Pilze reinschmeißen? We put them in last because if you put them in too soon, in 2 hours time, they would have cooked into the sauce. Also die Pilze hier machen wir jetzt noch nicht rein, weil wenn wir die jetzt reinmachen würden, dann wären wir in 2 Stunden, wäre da gar kein Pilz mehr. Wir würden gar nichts mehr sehen. So, deswegen machen wir die erst so 30 Minuten vorher, bevor wir ready sind mit dem ganzen Pot, dann schmeißen wir die erst rein. Ja, yeah, Samantha, so let's put the lid on this shit right now. Let's do it. Ja. Yeah. See you in 2 hours. Okay. Ja. Bye, Samantha. Thank you very much. Cool. Also, wir lassen das jetzt Ganze für 2 Stunden, lassen wir das ein bisschen kochen. Mit ein bisschen Kohle, Kameldornholzkohle. Ich sehe euch in 2 Stunden wieder. Wir machen jetzt einen kleinen Commercial Break. Und dann kommen wir zurück und dann werdet ihr sehen, wie ich hier mit so einem Pan sitze, weil es einfach so lecker ist. Ciao, August. Ciao. Was ist das? Bola! Uma war das? Ja. Es ist Chaila, da ist noch Kopf. Aki, dann auch. Yes, yeah, get some Vuma in your life. It's more than just a power drink. It's a lifestyle. Yes, ja, willkommen zurück bei East TV hier. Heute bei Brei und Nei Volume 5, die Poiki Edition. Ich stehe hier neben Samantha. Und die hat uns heute gezeigt, wie man einen Poiki macht. Das ist ein Poiki. Okay, nett, dass ihr wisst, das hier ist der Poiki. Für euch war das jetzt maybe 30 Sekunden chillen für den Commercial Break, für ein bisschen Werbung. Aber für uns haben wir hier zwei Stunden lecker gechillt. Eben jetzt vor 20 Minuten haben wir kurz nochmal die Pilze reingemacht, weil die müssen nur kurz so reingemacht werden. Also dieses Poiki-Gericht, was wir hier heute sehen, haben die Holländer, die damals nach Afrika kamen, haben das reingebracht. Die hat man die Fuhrtrecker genannt. Die sind halt mit so Ochsenwagen durch ganz Afrika durchgetravelt und haben ihren Shit gemacht. Und jeden Abend haben die dann so, was immer die an dem Tag geschossen haben, an Wild Meat, also entweder Wild Animals, weiß ich nicht, Kudu, irgendwelche wilden Tiere, vielleicht manchmal auch die Roadkill, die Katzen und Hunde, die sie überfahren haben, weil die so schnell fahren mit ihrem Wagen, haben die abends dann, als die gestoppt haben, haben die das alles in einen Pot reingeschmissen und das ist so quasi, wie der Poiki entstanden ist. Samantha, sind wir ready? It's ready. Okay, let's do this. Look.
Oh, das riecht schon lecker. Mann. Give it a good stir. Okay, einmal gut umrühren muss man das Ganze. Okay, Samantha, ich kann nicht mehr warten. Really? Komm, können wir das bitte? Please, can we just... Here, this is my bowl. Okay, nice, ja. Sehr viel Fleisch, schönes dickes Stück Fleisch. Sehr, sehr gut. Perfekt. Thank you. Und heute mache ich eine Ausnahme. Heute darfst du auch was essen. So, Leute, da habt ihr es. Das ist, wie ein richtiger Poiki gemacht wird auf Nam Flavor Style. Thank you very much, Samantha, for showing me your secret recipe of Poiki. Wir werden uns hier erstmal lecker hinsetzen, ein bisschen diesen Poiki enjoyen. Ja, schaltet rein das nächste Mal bei East TV. Brei und Nai, Volume 5. Heute hatten wir eine Brei-Session und Samantha und ich haben gleich eine Nai-Session. So, okay, check euch.